Ein Mann kann sich selber ganz vergessen, sprich seines körperlichen Seins vergessen und ganz zum Denken, zu Bewusstsein und zur Geistigkeit werden und die vergängliche Fleischeshülle der Vanitas und der Verderblichkeit zurechnen und somit alles Leben als unbedeutsam, vergänglich und dem Verderben anheimgegeben denken. Das kann eine Frau niemals. Zwar kann ein Mann auch so weit kommen, zum Beispiel in dem Film Lady Bar in Thailand 1 und 2, so viel Wiedergenusserlangung, zum Beispiel aus der eigenen Leber, aus den eigenen unteren Körperorganen zu gewinnen, dass er versteht, dass alle Zeit, alle Bedeutung, alle Existenz, wenigstens Existenzwahrnehmung, ja nichts anderes sind als Empfindungen einer genießenden Substanz, die eigentlich ihren Sinn, ihre Bedeutung schon mitbringt, indem sie sich dann glücklich schätzt, zu existieren in einem Sein, wobei sie nicht mehr Wert darauf legt, ob das Sein die genießende Substanz erschaffen hat oder die genießende Substanz erst das Sein projiziert. Bei Frauen ist das deutlich anders. Sie können niemals so weit kommen, dieses Verhältnis des Körpers zum Sein, zur Existenz in seiner primären Bedeutsamkeit und in seiner Generierung der Welt als Genießensubstanz, nicht nur von Lust, sondern auch von Jouissance, sprich eines viel aufgespannteren, exaltierteren, jubilatorischen Genusses zwischen Höllenschmerzen, Niederwerfung, Untergang und gloriosen Enthusiasmen, Ekstasen, Orgasmen, sprich wieder Himmel, jauchzenden, jubilierenden Himmel wieder auffahrten, weil ihnen ja in ihrer Anatomie, die das Schicksal ist, die der Schicksalsschnitt und der Schnitt des Schicksals und das Schicksal des Schnittes ist, weil ja ihr Körper so ausgelegt ist, dass sie ihnen Einstülporgane miterhalten haben, deren sukzessive Exerzitien ihnen all das nachlesen, was es mit Jouissance auf sich hat, nämlich dem Erleben von zunehmendem Schmerz, Ausweitung, Ausweidung, zunehmender Ausdehnung, Aufblähung, mit zunächst entsetzlichen Erlebnissen vom Schockiertsein bis zum Gedemütigtsein, bis zum Aufgerissenwerden, bis zum Entfremdet, missbraucht, gebraucht, benutzt, hergenommen als Gefäß werden, hin eben dazu, dass nach einiger Übung daraus eine so große Lustausbeute und Lustbelohnung erwächst, dass dies gar nicht anders wahrgenommen werden kann, als dass dies der Auftrag ist, von einem substanziellen oder sogar von einem abgöttlichen, einer abgöttlichen, die die Botschaft mit sich bringt, dass diese Substanz
dieser Körper sich zu genießen haben lasse, also bestimmt sei eine Genießensubstanz zu sein, deren Sinn es ist, im Sein zu sein und Sein wieder zu erschaffen und Sein zu erhalten. Und zwar nicht als geistiges, als verderbliches, sondern als körperliches. Wunderbar körperliches, das eben diese Schmerzlust, Denkabschaltung, Ausrastungs-, Emotionsdialektik einer wunderbaren Simplizität mit sich bringt, die aus Unterwerfung, aus Metonymie, Metapher und Metaphorisierung macht, die aus, ja und so weiter, jetzt könnte ich wieder unendlich schmarren, aber das ist so das Ergebnis der heutigen Nacht ungefähr. Es ist Tolo, ich glaube der 19.8., etwa 8 Uhr, wie immer um die Zeit, Windstille, kein Wellengang, vielleicht so etwa bereits 25 Grad und sicherlich mehr als auch 25 Grad Wassertemperatur. Es ist noch nichts los, das wird sich gleich ändern.